Du hörst die Lesung eines spirituellen Textes auf dem Kanal Spiritscape Zentralsonne, gesprochen von Sumara. Die arcturianische Gruppe vom 01.01.2017. Empfangen durch Marilyn Raffaele. Übersetzt von Shana. Die Wahrheit muss heilig und sicher gehalten werden. Ihr Lieben, wir begrüßen euch mit Liebe und in der Feier des Beginns des neuen Erdenjahres. Es wird ein Jahr der Veränderungen, sowohl innerhalb als auch außerhalb für alle von euch, selbst für jene, die bequem im Alten bleiben wollen. Ihr habt euch vorbereitet und seid jetzt bereit, das Neue zu leben und zu erleben. Auf der Erde gibt es immer die Versuchung von Furcht, Furcht um Gaia und Furcht um euch selbst. Eine unangemessene Furcht vor einem Menschen, Ort oder Sache, denen ihr Macht gebt, die sie nicht haben. Ihr fügt Energie hinzu und haltet die Illusion am Leben. Dies kann für einige schwer zu akzeptieren sein, und wenn es so für euch ist, nehmt es in eine besinnliche Meditation, bittet um Verständnis und arbeitet damit. In diesem neuen Jahr seht ihr viele beginnen, sich selbst zu ermächtigen, sich physisch, emotional und spirituell stärken. Unverschämte Proklamationen, Regeln und Aktionen werden dazu beitragen, selbst die noch Zaghaften in Aktion zu versetzen, damit sie ihre angeborene Macht zurückverlangen. So vieles von dem, was ihr euch vorstellt und fürchtet, findet nicht statt, weil ihr als ermächtigte Menschen es nicht erlauben werdet. Die Energie des Alten passt nicht mehr zu einer erwachten Mehrheit. Das Bewusstsein der Menschen ist die Regierung, aber die meisten haben dies nicht erkannt und stattdessen andere gefördert, um für sie Entscheidungen zu treffen. Ein Individuum nach dem anderen erwacht und beansprucht die Macht, die es unwissend jenen gab, die sie für sich beanspruchen konnten. Für die meisten begann die Trennung von der persönlichen Macht in anderen Lebenszeiten und wurde in diese durch zellulare Erinnerung getragen. Viel Chaos in der Welt zu dieser Zeit ist tatsächlich der Ausdruck, die persönliche Macht zu wecken. Aber es wird durch das dreidimensionale Glaubenssystem interpretiert. Wir sehen in diesem neuen Jahr eine Mehrheit, die mutig für die Erde, ihre Menschen und ihre Geschöpfe eintreten, die sich durch die Aktionen derer schieben, die für sich die Entwicklungsuhr zurückdrehen wollen, in dem Bemühen, den Status quo zu halten. Nährt die Energien der Wahrheit und des Lichts in eurem Bewusstsein, immer ihr Lieben. Beobachtet und handelt, während ihr euch führen lasst. Vergesst aber niemals, dass es in der Wirklichkeit nur eine Macht gibt. Veränderung erschreckt jene, die Veränderung in Verlust übersetzen. Wahrgenommen als Verlust von Vertrautem und Bekanntem. Bis ein Individuum anfängt, die wahre Natur von sich selbst und allem anderen zu erkennen, wird es weiterhin alles in seinem Leben dem Guten oder Bösen zuordnen und dementsprechend handeln. Selbst in Situationen, die negativ, destruktiv oder extrem unangenehm sind, gibt es jene, die sich weiterhin weigern, sich zu verändern oder zu verschieben, weil Vertrautheit leichter erscheint. Veränderungen kommen. Es ist das, was ihr gewollt, um was ihr gebeten habt. Seid bereit dafür und widersetzt euch nicht, wenn die Veränderungen geschehen. Während ihr euch durch die Verwirklichung in einen höheren Zustand des Bewusstseins entwickelt, wer und was ihr wirklich seid,
wird die äußere Szene weniger wichtig, weil ihr nun versteht, dass Erscheinungen an sich keine wirkliche Macht haben, um sie zu unterstützen. Nur Ideen, die unendlich innerhalb des einen allgegenwärtigen, allmächtigen und allwissenden göttlichen Bewusstseins verkörpert werden, sind Macht. Göttliches Bewusstsein verändert, beurteilt oder sorgt sich nicht, egal was geträumt wird. Es ist ewig, perfekt, ganz und vollständig. Es ist an der Zeit, das tägliche Leben in Wahrheit zu beginnen, für die ihr so hart gearbeitet habt, um sie zu verstehen und in das Bewusstsein zu integrieren. Die Zeit ist gekommen, die ständige Suche nach Gott zu stoppen, weil ihr ihn gefunden habt. Er ist innerhalb. Lebt diese Erkenntnis jeden Tag, mit allen Neuigkeiten und mit jeder Aktivität des täglichen Lebens. Gott allein ist Macht. Ihr alle habt euch entschlossen, in dieser mächtigen Zeit hier zu sein, und ihr habt der erwachenden Welt viel zu bieten. Wisst, dass die Resonanz eures Lichtenergiefeldes jeden beeinflusst, mit dem ihr in Kontakt kommt. Ihr mögt euch vielleicht wundern, wenn ihr entdeckt, dass einige abgestoßen werden und entsprechend handeln. Ihr spürt, seid jedoch nicht fähig, euch mit ihrer Energie auszurichten. Andere werden dagegen angezogen. Dies ist die Arbeit, während ihr durch euren Tag geht, ohne etwas Außergewöhnliches zu sagen oder zu tun. Es ist einfach das Licht. Ihr werdet entdecken, dass einige bereit sind und hören wollen, was ihr wisst, weil sie die Energie erkennen, die sie gesucht haben. Mit ihnen könnt ihr anfangen, ihnen die Wahrheit zu geben, in kleinen Schritten zuerst, bis ihr wisst, dass sie bereit sind und um mehr bitten. Gebt niemals jenen die Perlen der Wahrheit, die noch nicht darauf vorbereitet sind, weil ihr glaubt, dass sie ihnen in gewisser Weise helfen wird. Ein Bewusstsein, das noch nicht für die Wahrheit bereit ist, wird es einfach als Unsinn betrachten, es zurückweisen oder verspotten. Die Wahrheit muss heilig und sicher gehalten werden. Vertraut in diesen Situationen eurer Intuition. Haltet eure Hüte fest, ihr Lieben, denn vieles wird in diesem neuen Jahr stattfinden. Eine Gruppe von nicht erwachten Menschen kann den Entwicklungsprozess der Menschheit nicht aufhalten. Erinnert euch stets daran, dass die Welt in Wirklichkeit ein spirituelles Universum ist, bevölkert mit Söhnen Gottes und regiert von der Liebe. Unsere Mitteilung für das neue Jahr, ihr Lieben, ist euch zu erinnern, an der Wahrheit festzuhalten, trotz der vielen äußeren Erscheinungen, während die Dinge schlechter scheinen, bevor sie besser werden. Vergesst niemals, eine Mehrheit ist eins mit Gott. Die Arcturianische Gruppe.